Der Virologe Christian Drosten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Oder ihr Nachfolger Olaf Scholz. Wegen der Corona-Politik stehen seit Beginn der Pandemie Politiker und Virologen im Fadenkreuz radikaler Maßnahmengegner. Oft nur leere Drohungen, aber nicht immer. Kurz vor dem Osterwochenende tauchen konkrete Hinweise auf. Sogenannte Querdenker planen, Deutschlands Gesundheitsminister zu entführen. Die zweite Aktion trug den Titel Klabautermann. Hierhinter verbarg sich der Plan, den Bundesminister der Gesundheit, Professor Dr. Lauterbach, zu entführen und dessen Personenschutz praktisch als Kollateralschaden auszuschalten. Ausschalten, Kollateralschaden, kalte Rhetorik, ausgetauscht im unter Rechten beliebten Netzwerk Telegram. Das Ziel, kein geringeres als die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie ist, abzuschaffen. Ein Mix aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und Impfgegnern bildet eine gefährliche Mischung. Das Feindbild dieser Gruppen ist tatsächlich von einer gemeinsam geteilten, paranoiden Vorstellung geprägt, die im Grunde besagt, die da oben und auch große Teile der Bevölkerung, dadurch, dass sie mitmachen in der Gesellschaft, im System, sind eigentlich Teil des Problems, sind das Problem, das es zu überwinden gilt. Im aktuellen Fall plante die Gruppe, das deutsche Stromnetz lahmzulegen, um dadurch bürgerkriegsähnliche Zustände im Land zu schaffen. Auf die Spur kamen die Ermittler, indem sie einschlägige Chats auf Telegram durchforsteten. Das hat jetzt nochmal gezeigt, dass solche Hasskommentare, dass in Chats bei Telegram solche Äußerungen getätigt werden, das rechtfertigt aus meiner Sicht das harte Vorgehen gegen diese Plattform. Dass Hetze im Netz auch tödliche Folgen haben kann, zeigt der Fall des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke. Wegen seiner flüchtlingsfreundlichen Politik wurde er in sozialen Netzwerken angefeindet. Ein Rechtsextremist erschoss Lübcke 2019 vor dessen Haus. Auch Karl Lauterbach bekommt regelmäßig Todesdrohungen. Einschüchtern lassen will er sich aber nicht. Meine eigene Arbeit wird das nicht beeinflussen. Ich werde weitermachen wie bisher. Doch die Gefahr ist real. Hass im Netz und seine Folgen kann jeden treffen.